Guten Abend, meine Damen und Herren. Flucht und Vertreibung aus dem Kosovo haben nach Angaben der Vereinten Nationen albtraumhafte Ausmaße angenommen. Während die NATO ihre Bomben wirft, verschärft sich die Lage auf dem Boden. Wichtiger ist die Frage, was geschieht jetzt im Kosovo? Wenn ich höre, dass man die Eltern und die Lehrer von Kindern zusammentreibt und die Lehrer vor den Augen der Kinder erschießt. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.